Rockstar Games. Ready. Lot. Vice City. Let's go. Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Kalle und das ist der Zweitkanal von Kalle, Kalle Kuschinski. Ja, und ich wollte ganz kurz erzählen, warum es diesen Kanal jetzt gibt, warum, wieso, weshalb. Und auf einiges von eurem Feedback eingehen. Und vor allem möchte ich auch dann natürlich darauf eingehen, wieso wir jetzt hier Vice City spielen werden. Wie lange, könnt ihr natürlich gerne mitentscheiden. Es kann auch sein, dass es jetzt nur so ein Einstiegsvideo wird. Aber ich kann mir vorstellen, da mehrere Videos jetzt hier zu machen. Vielleicht spielen wir es einfach mal eben schnell durch. Das kann natürlich sein. Warum gibt es jetzt diesen Zweitkanal? Vor allem, weil ich mich ein bisschen persönlicher euch mitteilen möchte. Das bedeutet, ich möchte mir ein bisschen mehr Zeit nehmen, ein bisschen mehr quatschen, ein bisschen mehr auf Dinge eingehen können, ein bisschen auch mal die Kommentare wieder ein bisschen mehr würdigen, weil das bleibt auf dem anderen Kanal so ein bisschen weg, beziehungsweise kommt ein bisschen zu kurz, weil die Videos natürlich immer sehr stark, sehr stark editiert sind und auch einen gewissen Pace haben. Für manche ist es auch ein bisschen zu schnell, kann ich auch verstehen. Hier geht es ein ganzes Stück entspannter zu. Ja, warum noch? Ich möchte dir auch einfach mal Dinge zeigen, die ich vielleicht auf dem anderen Kanal nicht so gerne machen würde, beziehungsweise wo ich einfach sage, das passt einfach nicht zu dem anderen Kanal. Zum Beispiel Spiele wie Vice City mal wieder rauskramen und einfach mal reindaddeln und ein bisschen quatschen mit euch, ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Ich werde, wie gesagt, gleich nochmal drauf eingehen, warum. Und ja, auch einfach mal längere Videos produzieren, einfach mal auch ein bisschen Uncut liefern. Es kann aber auch sein, dass hier Vlogs kommen oder so wie mit dem Herr-Müller-Video zum Beispiel, solche Quatschformate oder vielleicht auch mal wieder so ein Twitter-Frage-Antwort-Gedöns. Das kann ich mir auch hier alles vorstellen. Generell sind hier viele Freiheiten auf jeden Fall offen. Und ja, wir können den auch gemeinsam ein bisschen gestalten. Einige hatten auch gefragt, ob ich hier dann endlich mal dann Community-Events machen werde. Sehe ich noch nicht so, muss ich sagen, aber ich mache das ja hin und wieder in meinem Stream, dass ich auch mit Zuschauern spiele. Es kann auch sein, dass hier natürlich mal Sachen aus dem Stream landen, vielleicht mal eine gute PUBG-Runde oder so. Zum Beispiel habe ich jetzt vor 2 Tagen auch mal wieder PUBG gestreamt oder vielleicht sogar WoW so ein bisschen leveln oder so, das kann ich mir definitiv vorstellen. Da könntet ihr an dieser Stelle vielleicht sogar dann abgeholt werden. Vor allem soll es hier dann auch einfach ein bisschen mehr Gequatsche geben. Ich teile mich euch ein bisschen mehr mit. Ihr könnt Fragen stellen. Ich kann im nächsten Video drauf eingehen. Ich kann ein bisschen mehr von mir erzählen. Und das ist im Groben so ein bisschen Sinn des Ganzen hier. Ansonsten ein paar Negativbeispiele von dem Feedback her waren 2 Dinge, die da im Vordergrund standen. Zum einen, jetzt fängst du auch noch an, einen zweiten Kanal zu machen. Ich komme da gar nicht mehr mit. Diese ganzen Leute, die jetzt einen Zweitkanal machen. Für mich war es notwendig, wenn ich sowas machen will, dass ich das auf einem anderen Kanal mache, nicht auf dem Hauptkanal, also auf dem Kalle-Kanal, sondern dass ich mir dann einen neuen Raum schaffe. Und für mich ist das Ganze natürlich auch ein Experiment. Wenn du jetzt sagst so, hey, nee, gebe ich mir nicht, dann ist es auch völlig in Ordnung für mich. Für mich ist es aber der Weg, den ich dann da gehen möchte. Hinzugefügt, auch im Feedback, was auch immer wieder mal auftaucht, ist ja, du machst ja auch schon wieder nur Hand of Blood nach, mir reicht's langsam, irgendwann reicht's einfach. Finde ich schwierig, so einen Kommentar zu verfassen oder diese Haltung finde ich schwierig generell, weil ich nicht finde, dass ich Hand of Blood oder Max da viel nachmache, nur weil ich jetzt einen zweiten Kanal mache oder generell auf meinem Kanal ist es natürlich schon oft vorgekommen, auch mit der Verkleidung und sowas. Max hat das mit dem Verkleiden nicht erfunden und in irgendwelche Rollen schlüpfen hat er auch nicht erfunden. Ich mache das ultra gerne, mir macht das mega Spaß. Ich habe auch das Gefühl, dass es in meinen Videos durchkommt und auch so rüberkommt. Beispielsweise auch in meinem letzten GTA-Video, was ich auf meinem Hauptkanal gebracht habe, was jetzt vor ein paar Tagen rauskam. Was auch ich jetzt hier zum Anlass genommen habe, Vice City rauszukramen. Denn Vice City und generell die gesamte GTA-Reihe ist für mich ein Franchise, was für mich einen sehr, sehr hohen Wert hat. Hat mich immer geprägt, GTA 1, damals sogar noch auf der PlayStation 1 gespielt. Immer heimlich, wenn Mutti nicht zu Hause war. Und als ich die PlayStation 2 dann persönlich geschenkt bekommen habe, habe ich dann gesagt, Mutti, ich brauche GTA Vice City. Da war ich weiß gar nicht, wann das rauskam. Ich glaube so
ich habe das mit 13 oder so gespielt. Wann kam das? 2003? Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, kurz nachdem es rauskam, habe ich es dann auch gezockt. Und damals hatte ich keine Memory Card für die PlayStation 2. Das bedeutet, die PlayStation war immer tagelang an und hat meinen Fortschritt dann so gespeichert, weil früher brauchtest du immer so eine Speicherkarte, damit du abspeichern kannst. Und das wurde mir dann so ein bisschen zum Verhängnis, als Mutti da mal den Stecker gezogen hat. Aber egal, GTA an sich einfach eine atemberaubende Videoreihe für mich. GTA 3, damals bahnbrechend gewesen. Der erste Open World, das erste Open World Spiel im 3D-Modus sozusagen, also mit Third Person. Mega krasse Geschichte gewesen damals, hatte wirklich bahnbrechende Zahlen geschrieben, war bahnbrechend auch für die gesamte Gaming-Industry und Vice City der direkte Nachfolger mit der gleichen Engine. Aber hier gab es schon Motorräder und ich finde auch Vice City das bessere Spiel. Da ist ein bisschen mehr Story hinter. Der Charakter, den man spielt, hat eine Stimme bekommen. Auch eine sehr, sehr bekannte Stimme tatsächlich. Ray Liotta hat diesen Mann gesprochen, also Tommy Vercetti wird hier von Ray Liotta gesprochen. Ein mega krasser Schauspieler, der in Goodfellas die Hauptrolle gespielt hat, neben Robert De Niro. Generell auch diese ganzen Mafia-Filme und sowas, das war alles genau mein Ding. Scarface, Der Pate, Goodfellas, Casino, In den Straßen der Bronx, all diese Filme liebe ich einfach, gucke ich immer mega gerne an, weil ich stehe auf dieses Crime-Drama-Gedöns, ich finde das einfach mega geil, sowieso auch Robert De Niro, einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Und somit auch die GTA-Reihe natürlich mit Parallelen und tatsächlich auch mit Bezügen, auch mit Parodien an die ganzen Filme immer wieder mal zu sehen in der gesamten GTA-Reihe. Einfach, also neben Metal Gear Solid meine absolute Lieblingsspielereihe und deswegen wollte ich euch heute, weil ich ja auch schon sagte, ich möchte euch ein bisschen persönlicher was von mir vermitteln, eines meiner absoluten All-Time-Favorites. Einigen ist vielleicht sogar aufgefallen, die Miami Vice, also Vice City, Miami Vice, ne, man wird es merken, die Schrift, die bei Miami Vice genutzt wird, wird sogar auch auf meinem Kanal genutzt. Ja, im Header auf Kalle wird das genutzt. Tatsächlich auf meinem Merch, auf dem Kalle-Merch oder auf dem Kroketten-Kalle-Merch damals, auf dem Deluxe-Löpt-Merch ist es auch die Schrift von Miami Vice, die heißt Broadway und die wird in Miami Vice immer genutzt. Also ihr merkt schon, ich liebe das sehr, auch das mit den Farben in meinem Kanalrahmen. Also immer wenn ich ein Video hochlade, seht ihr im Rahmen ja diese Farben, immer dieses Magenta oder Pink mit dem Türkisen dazu. Also ich bin schon sehr, sehr geprägt von diesen 80er-Sachen, gerade so Scarface und Vice City. Das sind so richtige Sachen, die mich so, auch Scarface, sehr viele Anekdoten hier in diesem Spiel. Ja, fand ich einfach mega geil. Jetzt habe ich euch knapp 8,5 Minuten vollgelabert, beziehungsweise es gab ja noch das kleine Intro. Ja, ich starte jetzt einfach mal mit dem Spiel und ich freue mich natürlich auf eure Kommentare. Die Untertitel sind immer so ein bisschen abgeschnitten, aber das ist jetzt so. Müsst ihr durch. Helps people forget. People will remember soon enough. When they see him walking down the streets of their neighborhoods, it will be bad for business. Well, what are we gonna do, Sonny? We treat him like an old friend and keep him busy out of town, okay? We've been talking about expanding down south, right? Vice City is 24 karat gold these days. The Colombians, the Mexicans, hell. Even those Cuban refugees, also die Dialoge, die Stimmen, die Synchros, but it's all drugs, Sonny. None of the families will touch that shit. Time to change. The families can't keep their backs turned while our enemies reap the rewards. So, we send someone down to do the dirty work for us and cut ourselves a nice, quiet slice. Okay? Who's our contact down there? Ken Rosenberg. Schmuck of a lord. Ken Rosenberg ist auch einer der geilsten Charakters. We just set him loose in Vice City. Ja, auch hier einfach einer aufgehangen. Started, okay? Hier. Give it a few months. Then we go down. Ja, geil. Sind die Details. Right? See how he's doing. So. Also, wenn ihr mal die Gelegenheit habt, Goodfellas auf Englisch zu sehen, macht das. Ihr werdet sofort merken, das ist Tommy Vercetti. Hey, great, hey. Well, I'm gonna drive you guys to the meet, okay? Now, I've talked to the suppliers, and they are very keen to start a business relationship. So, if all goes well, we should be doing very nicely for ourselves, which is, you know, good.
Dieses Miami-Feeling, muss ich auch sagen, finde ich immer mega geil. Also ich fand damals tatsächlich Vice City was so auch, die Stadt ist mega geil, das Feeling mit dem Wetter und so. Dieses Miami-Ding, mega geil einfach. Ich hab's mega gefeiert. That's them in the chopper. All right, here's the deal. They want a straight exchange on open ground. All right? Kommt jetzt erstmal an hier, ne? Stay tight, let's go. Den Koffer. So, oh, da hinten sitzen sie schon hinter den Kisten. Aufpassen, Jungs. Oh nein. Got it? 100% pure grade A Colombian, my friend. Let me see it. The greens? 10s and 20s. Used. I think we have a deal, my friend. Wie oft ich diese Szene schon gesehen habe, ey. Und alle sterben, nur er natürlich nicht. Er kann sich retten. Ja, so beginnt die Story von Tommy Vercetti, Alter. So. Ja. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shoveled shit in my face. Go get some sleep. What are you going to do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. So, die Musik des Spiels habe ich selbstverständlich ausgestellt, weil wir natürlich oh, ich sehe gerade, das Bild ist ein bisschen gestreckt. Nee, ist egal. Lassen wir so. Ist alles drauf, was ihr sehen müsst. Ich musste ein bisschen rumspielen an OBS, weil das Spiel schon sehr alt ist. Die Mausgeschwindigkeit ist auch recht hoch. Also, sorry. Aber ich hab auch eben schon... Also, ich nehme das jetzt hier gerade nicht zum ersten Mal auf. Ich habe schon oft da versucht, was zu machen. Leider klappt das nicht. Musik, wie gesagt, muss ich ausstellen wegen Rechten. Und... Ja. Deswegen werden wir hier natürlich ja, einfach so ein bisschen rumfahren. Ich habe auch noch... Die haben immer noch keinen Blinker hier, ne? Ja, ich finde die Atmosphäre von dem Game einfach mega geil, wenn man hier so rumfährt. Und es hat sich immer richtig nice angefühlt. Und war immer ein richtig, richtig tolles Gefühl, hier am Miami Beach lang zu cruisen. Ich persönlich war leider noch nicht in Miami. Aber Liberty City zum Beispiel fand ich damals nicht so nice. Los Santos finde ich ist auch eine ziemlich nice Stadt, weil ich selber jetzt ja mittlerweile auch mal in L.A. war. War auf jeden Fall mega geil. Wie gesagt, die Dialoge in dem Spiel haben mich immer richtig krass abgeholt. Und daher, ja, ich fühle mich hier bei GTA immer sehr wohl. Ich fühle mich hier immer sehr wohl. Und wir gehen mal jetzt ins Hotel hier, ne? Ocean's View Hotel. Auch mega krass, dass du da immer noch speichern musstest, ne? Das kannst du ja heute gar nicht überdenken. Heute wird immer alles automatisch gespeichert. Hier musst du extra in so ein Haus gehen, noch, ja, und zu so einer Kassette laufen und dann abspeichern. Und wenn du dann mal auf deiner Memory Card auf der Playstation nicht mehr genug Speicherplatz hattest, hast du echt ein Problem gehabt. So, hier kannst du jetzt speichern, theoretisch. So, eine Datei nicht vorhanden. Wirklich speichern? Jawollek. So. Sehr gut. Und dann müssen wir jetzt ins Zimmer und dann kommt die nächste Cutscene. Wie cool er auch einfach läuft. Hello, Sonny. Tommy, it's been too long. Was ist das auf dem Bild da hinten? Kennt man den? I know. You're just overwhelmed with emotion. 15 years. Seems like only yesterday. I guess that's a perspective thing. Hey, doing time for the family is no piece of cake, but the family looks after its own, okay? So how'd the deal go down? You sitting on some white gold? Look, Sonny, we were set up. The deal was an ambush. Harry and Lee are dead. You better be kidding me, Tommy. Tell me you still got the money. No, Sonny. I don't have the money. That was my money, Tommy. My money! You better not be screwing me, Tommy, because you know I'm not a man to be screwed with. Wait, Sonny. You have my personal assurance that I'm going to get you your money back and the drugs, and I'm going to mail you the dicks of those responsible. Hey, I already know that. You're not a fool, Tommy, but I warn you, neither am I. If it was anybody else, you'd be dead already. But because it's you, because we got history, I'm gonna let you handle this. Look, Sonny, liegt der Gaffer-Tape auf dem Tisch? I'll be in touch. So liegt der Gaffer. Auch mit dem Poster da, ne? Nochmal Referenzen an die alten
in die alten Teile. Ich würde mal kurz hochgehen. Weil dann kann ich es nochmal kurz erklären. Die Mucke hier. Das ist immer die gleiche Hotelmucke, die hier läuft. Ist mega geil. So, hier, das ist ja zum Beispiel Poster aus GTA 3. Ich feiere es einfach mega. Also generell, auch übergreifend in die anderen Titel, hast du immer wieder irgendwelche Referenzen aus anderen Episoden aus GTA. Ich find's so nice, wie GTA oder wie Rockstar damit spielt. Man kann hier immer wieder mal auf Details achten und sowas. Das ist schon sehr, sehr geil, muss ich sagen. Also mir macht das sehr viel Spaß, da auch mal so ein bisschen auf Entdeckungsreise zu gehen. Typisch ist natürlich auch, dass man dann irgendwie irgendwann anfängt, normal durch die Gegend zu cruisen, sage ich jetzt mal. Ja, jeder, der schon mal GTA gespielt hat, der ist an roten Ampeln stehen geblieben. Könnt ihr mir erzählen, was du willst. Jetzt natürlich mein Auto weg. Hier laufen überall Polizisten. Ich weiß nicht, ob ich das Auto nehmen darf. Da laufen 4 Polizisten gerade. Die haben jetzt natürlich alle Bock auf mich. Übrigens, der Cheetah hier links, einer meiner Lieblingsautos, hatte ich übrigens auch Cheetah in genau den in GTA 5 in dem Video drin. Wirklich geiles Auto. Schöner Porsche Ferrari. Ja, hier gibt es natürlich noch keinen Wegweiser. Das heißt, man musste ab und zu mal so ein bisschen auf die Map gucken, wo man eigentlich langfahren muss. Aber ich kenne natürlich den Weg ganz gut. Jetzt müssen wir nach L. Oh, shit. Oh, weia. Oh, auch immer witzig, wenn das, wenn das Auto auf dem Rücken gelandet ist, also auch über Kopf, fängt das auf einmal an zu brennen. Das fand ich immer sehr interessant. Das habe ich immer nicht verstanden. Wofür steht das L denn? Ich müsste doch... Also L macht überhaupt keinen Sinn. Aber gut. Gehen wir mal rein. Er heißt ja Ken Rosenberg. Go get some sleep, he says. Unser Spieler Tommy. I have been sitting in this chair all night with the lights off, drinking coffee. This is a disaster. We are so screwed, man. These gorillas, listen to me, are gonna come down here and rip my head off. It's ridiculous. I did not go to law school for this. Okay, now what the hell are we gonna do? Shut up, sit down, relax. I'll tell you what we're Tommy ist einfach ein coole Sau. Coole Sau. You're gonna find out who took our cocaine. And then we're gonna kill them. That's a good idea. That's a great idea. Let me think. Oh, there's this retired colonel. Colonel Juan Garcia Cortez. He's the one that helped me set up this deal well away from Vice City's established thugs. Okay? Now listen, he's holding his party out in the bay on his expensive yacht and all of Vice City's big players are going to be there, okay? I have an invite. Of course I have an invite. Ich weiß nicht, ob ihr die könnt mal in die Kommentare schreiben. Sticking my head out the door. No way, no way. Shut up. I'll go myself. Oh, whoa. Hey, I like 1978 too, but you know, this isn't going to be a beer and strippers do. I mean, no offense, but I think that you might turn heads on the runway for the wrong reasons. What's wrong with the way I'm dressed? Okay, look, here. Stop by Raphael's. Tell him I sent you. He'll make you look respectable. Okay, go, come on. Wir können mal in die Kommentare schreiben, ob ich die Cutscene skippen soll, weil da müssen... Now I gotta dress like a chump as well as hang out with them? Ja. I like this shirt. Ja. Ist okay. Mein Gott, du kleine Sissy. Ob ich die Cutscene skippen soll, aber eigentlich ist es für das Gameplay natürlich mehr oder weniger wichtig oder auch gut, wenn wir uns die angucken. Und ich würde sie mir eigentlich auch gerne angucken, aber wenn ihr jetzt sagt, nee, das stört zu krass, du bist dann zu lange zu still oder was, dann sagt ihr einfach Bescheid. Also wir können ja diesen Kanal auch so ein bisschen gemeinsam gestalten. Wir können gemeinsam hier entscheiden, wie es läuft. Beziehungsweise ihr könnt mir dann Vorschläge machen. Jetzt gibt es erstmal einen schicken Anzug, ne, auf Ehrenbruder-Brasis, genau. Dann gucken wir mal. Nice bike. Nice bike. So, du kriegst hier direkt am Anfang schon gesagt, okay, ich klau mir jetzt ein Moped hier. Und er rastet natürlich komplett aus. Ja, und der wird dann übergefahren. Auch geil, wie die dann immer so sterben. Oh no! Jetzt ist mir die Polizei da. Also, sorry, aber. Wenn der einfach da. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, kann ich mir hier hinten aber jetzt auch den Stern wieder wegkaufen. Also hier muss ich jetzt theoretisch hin, aber hier hinten war doch immer so ein Stern, oder nicht? Irgendwo.
war der denn? Scheiße. Du konntest ja quasi hier immer die Fahndungslevel wegmachen. Wo war der denn? Oder war der unten in der Garage? Wo war der denn? Ich weiß, dass hier eine Pistole ist. Die holen wir uns. Oh shit. Oh, die holen wir uns auch gleich. Aber. Mal gucken. Hier in der Garage könnte der auch sein. Also die Steuerung ist auch einfach gegeben. So. Ja, dann. Also ich glaube, der war da hinten in dem Busch oder sowas. Also ist ja auch egal jetzt. Ich dachte, ich kann jetzt hier ein bisschen mit Wissen flexen, aber leider habe ich mich da wieder ein bisschen vertan. Steuerung ist natürlich auch interessant hier. Volting oder so gab es da natürlich nicht. Also die Mausgeschwindigkeit ist halt mal 300. Gut, dann gehen wir mal auf die Hausparty, hier auf die Bootsparty, ne? Gucken wir mal. Mucke auch einfach. Mucke war auch so geil immer. Immer bei GTA. Aber wir müssen darüber reden, weil wegen GEMA, Alter. Buenas noches. I understand you are here on the behalf of Mr. Rosenberg. I hope any recent problems have not affected his health or mental well-being, Mr. Versetti. Versetti. He's just got a touch of agoraphobia. Excellent, excellent. And you? I just want my merchandise. Ah, it's an unfortunate set of circumstances for all involved. Of course, I have initiated my own lines of inquiry, but such a delicate matter will take time. Perhaps we'll talk later. Meanwhile, let me introduce you to my daughter. Miss Davis! Jeremia, also, could you look after our guest while I attend to my necessary obligations? Weiß jetzt nicht. Of course, Daddy. Ich habe mich bis heute immer gefragt, ob diese Mercedes wirklich eine Hure ist. Oder ob sie einfach nur Leute geil machen will. That's our Congressman Alex Shrub with rising silicone star, Candy Sachs. And have you met my lovely wife, Laura? No? Well, unfortunately, she's in Alabama. This is And over there, we have Candy the Vice City Sachs. Mamba star titan, BJ. Always the charmer. I blacked down on him. And then Candy Sachs! That is good. Fuck. Well, now I'm looking at some prime. And that poolside amphibian is Jez Torrent, lead singer with Love Fist. Can I tell you? Do you know how they play ping pong in Thailand? Let me tell you. It does not involve a paddle, if you know what I mean. Impotent. And the chatty trio, that sleeping sweat gland is Papa's right-hand gimp, Gonzalez. And the other two are Pastor Richards and pseudo-intellectual film director Steve Scott. The throes of passion with the Nipfo invaders when the giant shark comes in and just bites their dicks off. I know, you never saw anything like that before. Colonel, guys. Your party is never a triumph. I can only apologize. Oh, the another amigo. How do we find you? Our business is very trying. Barbarians at the gate. A time for rewarding one's friends and liquidating one's enemies, amigo. Who's the loudmouth? Ricardo Diaz. He's Mr. Cope. Mercedes! Oh, I was just taking my friend back into town. Cooks. Another time, Ricardo. Ricardo, let's go. Let's get out of here. Actually, take me to the pole position. Ja, let's go. Oh, nicht verprügeln. Kann ich die verprügeln? Weiß ich gar nicht. Was ist, wenn ich dich haue? Doesn't have to be like this. Oh, da gibt's gleich, kommt gleich die Polizei? Oh, sorry. Gut. Jetzt reden die wieder im Auto, ne? Will you be working for my father? Maybe. You mind me resting my hand in your lap? Maybe. It's so difficult having a rich and powerful father. Vamos. Vamos. Ja, ich weiß nicht, ob die, also die will bumsen, glaube ich. Also, wenn ihr es wisst, ob die Mercedes damals, also ich meine, wir bringen die jetzt zu einem Stripclub. Wollte ich nochmal sagen. Pole Position Club ist ein Stripclub. Kann man sich später auch kaufen, finde ich ganz nice. Kriegt man immer so tägliche Einnahmen. Und ja. Wie schon erwähnt. Around, ja. Handsome. Tschüss. Ach, wie die auch, wie die läuft. I'm sure you will. Das ist, es sieht doch nicht schön aus. Doch nicht erotisch. Das sieht einfach aus, als hätte sie sich richtig hart eingekackt. Und da haben wir unsere ersten Dollar verdient hier. Ehre. Normalerweise kommt jetzt immer so ein Sound, aber haben wir natürlich die Musik ausgestellt. Mission complete, ey. Straßenkleidung jetzt im Versteck angeliefert. Geil. Ich finde diesen Anzug eigentlich ganz geil. Ich habe eigentlich immer ganz gerne damit gezockt. Weiß nur gar nicht. Ey! Weiß gar nicht, ob es später noch bessere Kleidung gab. Die cooler aussah. So, jetzt werden wir hier natürlich wieder forciert.
zum Büro zu fahren. Ich glaube, der Teil, den ich danach am meisten gespielt habe, nach Vice City, war wahrscheinlich sogar Andreas, also San Andreas. Einfach weil du da noch, du hattest drei Städte, du hattest so viele Möglichkeiten, das war einfach insane. Das war auch der Nachfolger von dem Titel. Das war auch schon wieder krass, weil dann gab es keine Ladezeiten mehr. Drei Städte, well, so mega insane. Because I'm going out of my mind with worry here. What did you find out? That there are more criminals in this town than in prison. We need a lead from the streets. Okay, let me think. Ah, I got it. Okay, there's this Limey, some music industry slimeball. Goes by the name of Kent Paul. Anyway, he's got his nose so far up most of Vice City's ass that if anybody knows the ass. Way about 20 keys of ass. Home, it's this guy, all right? He's always at the Malibu. I'll go pay him a visit. Ah, Malibu Club. Take it easy now. Ist komplett verzweifelt, ne? Jetzt fahren wir noch mit unserer Kiste einmal zum Malibu Club hier. Und der, ich weiß, wie hieß er jetzt? Hab ich mir vergessen. Auf jeden Fall, den wir jetzt besuchen, der ist auch in GTA San Andreas mit dabei. Ich finde das halt cool. Ich finde das cool, dass zwischen den verschiedenen Teilen es immer wieder Parallelen gibt, immer wieder so kleine Anekdoten. Auch in GTA 5 gibt es ja zum Beispiel diese eine Szene, wo Nico Bellic referiert wird, weil es darum geht, ihm, also bei diesen Heist da tatsächlich da jemand zu finden, der da mitmacht. Und dann sagt er, ja, Eastern European Guy war mal dabei, in Liberty City krasse Sachen zu machen, aber der ist dann abgetaucht. Ich find's einfach cool. Also ich bin sehr gespannt. Ich hoffe und bete ja, dass sobald GTA 6 Gerüchte, beziehungsweise Gerüchte gibt es ja schon, sobald GTA 6 Fakten auf dem Tisch liegen, dass es einfach nur heißt, die nächste Map wird wieder Vice City. Ich will ein richtig geiles Vice City sehen. Ich habe richtig Bock, GTA 6 in Vice City zu spielen. Also, ich würde es einfach nur lieben. Where'd you pop up from? I've been looking for a bird like you for ages, mate. You know what? Looking for some English guy. Kent Paul. Kent Paul, mate. Vor allem in diesem Club ist so mega laut die Mucke an. Und es ist einfach niemand da. Da tanzt niemand. War wahrscheinlich technisch nicht möglich. You Kent Paul? I'm a friend of Rosenberg's. Rosenberg. Oh, that bonkers ambulance chaser. That guy could defend an innocent man all the way to death row. Get another drink, bruv. Everybody's a comedian. Listen to me. I'm missing 20 keys and a lot of cash. Drugs, mate? It's a mugs game. What do you know about it? Oi, well, what was coming true was, there's some chef come trumpet shifter who deals that kitchen of Hotel and Ocean Drive. He's been looking real pleased with himself lately. You could go and check him out. I will. And I'll be seeing you around. Yeah, that's right. Go and walk away, you mug. I knock you spark out. Give me a drink. And where's that slut? And where's that slut, Alter? So. Ja, dieser Club ist natürlich auch eine Anekdote, beziehungsweise eine Referenz zu Scarface. Ich muss jetzt leider gerade nochmal parallel den Namen googeln. Der Malibu Club ist das Babylon von Scarface. In Scarface waren sie immer im Babylon Club und haben ihre Geschäfte gemacht. Und das ist natürlich auch, also wenn ihr den Film Scarface gesehen habt, ich habe den schon ungefähr 20 Mal gesehen oder so, dann seht ihr natürlich, dass da natürlich ganz eindeutige Parallelen sind. Oder dass es eine Referenz ist, sagen wir mal so. Finde ich einfach nice. Ich habe mich immer gefragt, warum es in GTA Vice City einen Handwerkershop gibt. Es gibt ja Ammunition, wo du so Waffen kaufen kannst. Und hier gibt es halt noch den Handwerkershop. So. Oh, lol. Oh, lol, ich habe dich schon getötet. Lol. Oh, Gott. Der wollte eigentlich noch mit mir reden. Ja, gut. Oh, way to go, tough guy. Beat him to a pulp. That should make him real chatty. You want some too? Hey, chill. I want what you want, brother. Von Lance Vance immer What's so that? Geil. Your green and my dead brother's white lady. Unfortunately, you just silenced our lead. Accidents happen. Get lost. Hey, whoa. No need to go all long range on my ass. The way I see it, we two hombres in a strange town. We need to watch each other's back. My back's just fine, brother. You sure about that? Here, take this. Give me another Follow buffer. Me.
Geil, dürfen wir jetzt schon ballern? Das mit dem Ballern war ja auch immer schwierig, ne? This way! This way! So, oh, jetzt habe ich nochmal geschossen. Aber wie kann ich denn... Warte mal, oh, wie kann ich denn sprinten? R-Umschalt. R-Umschalt? Ach du Scheiße. Oh. Oh, der hat doch immer diesen geilen weißen Infernus, ne? Ach, der weiße Anzug von dem, den fand ich auch immer geiler. Seine Synchro war aber jetzt gerade ein bisschen zerkratzt. Oh, weia. So, jetzt zeigt er uns Ammunition. Ehre. Ich fand Lance Vance war immer einer der geilsten Characters hier in Vice City. Sehr schade, wie es dann mit ihm endet. Im Endeffekt. Oh, meine Driving Skills sind auch on flirk, Alter. Wirklich. Oh, shit. So. Normalerweise hätte ich jetzt immer Fever 105 gehört. War, glaube ich, immer so mein Lieblingssender. Und Flash. Flash FM. Das waren immer die geilsten Sender, fand ich bei Vice City. Oh, shit. So, stelle ich in die rosa Markierung, um zu sehen, was im Angebot ist. Yo, 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 yo. Alles klar, ich weiß, wie man... Alles klar. Aber R-Umschalt zum Sprinten, das muss ich mir auf jeden Fall dann noch auf eine andere Taste legen. Weil das geht ja gar nicht. So, Pistole, yo. Ich muss mir aber nichts kaufen. Oder muss ich mir was kaufen? Muss ich mir was kaufen? Ja, ich muss mir was kaufen. Nee. Lernen zurückgelassen. Jetzt kann ich die Maus schon wieder nicht benutzen. Das ist ja also wirklich ein bisschen interessant mit der Maus hier. Jetzt habe ich den Polizisten schon wieder umgefahren. Schnell nach Hause. Eieiei. So, das heißt, wir fahren jetzt nochmal zur Base. Oh. Jetzt kommt er da angefahren. I'm gonna go see what I can dig up. I'll be watching you, Tommy. I'll be watching you, Tommy. Fand auch echt den weißen Anzug, finde ich geiler. Jetzt kann ich wirklich die Maus nicht mehr benutzen, das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Wie kann ich die Waffen eigentlich wechseln? Okay, müssen wir zum nächsten Mal schauen, ob wir hier nochmal was machen können. Ich speichere mal eben. So, am Anfang, yo. Gut. Kann die Maus wieder nicht benutzen. Ist ein bisschen schade. Weil so zu spielen, das macht überhaupt keinen Spaß. Aber es... Oh, erstmal ans Handy noch gehen. Hey, Leo, I think we got a buyer for Diaz's merchandise. You gotta give him a ring, man. Set up the deal, you know? Where are you now? You okay, Leo? You sound kinda different. Just tell me where you are. Who the hell is this? Put Leo on, man. Leo's gone away for a while. He left me in charge. Screw you, man. Screw you, man. So. Damit, also der erste Teil, oder das erste Video auf diesem Kanal fertig. Ja, ich hätte Bock, auf jeden Fall GTA Vice City ein bisschen weiter zu daddeln. Schreibt mir einfach eure Meinung dazu mal in die Kommentare. Vielleicht bringe ich dann einfach noch den zweiten Part, die Tage dann raus. Ich denke mal, diese Woche schaffen wir auf jeden Fall noch einen. Und, ja, auch nochmal vielleicht nochmal in Erinnerung rufen, was ich am Anfang des Videos gesagt habe. Mit dem Feedback und allem und generell freue ich mich einfach auf eure Kommentare und über das, was ihr dann dazu zu sagen habt. Ja, das war's erstmal. War ja ein bisschen viel Input und ja. Macht's gut, ne? Bis zur nächsten Show. Tschüss.